So, jetzt würde ich sagen, nimm dir mal noch mal dein Getränk. Wenn es leer ist, lass es dir noch mal auffüllen oder atme kurz durch ohne Getränk. Ich stelle mir meins jetzt hier auch auf den Tisch. Denn jetzt haben wir die nächsten Minuten zusammen und deswegen wechsle ich auch von ihr zu du, weil ich jetzt eine relativ persönliche Ansprache hier haben möchte. Ich gehe jetzt in ein GVMA-Thema und wenn du uns verfolgst, weißt du, GVMA steht bei uns für Geld verdient mit Autopflege und so wie das jetzt auch schon in den Bereich ging, geht das jetzt 100%ig in den Bereich. Und ich möchte in den nächsten Minuten, wie lange es wird, weiß ich nicht, so drehen wir auch unsere Videos. Ich sage, Mo, halt mal die Kamera drauf, mal gucken, wann ich aufhöre zu reden. Und ich glaube, heute ist es Mo ganz recht, wenn ich viel rede, weil wir sind wirklich super durchgekommen. Von daher haben wir jetzt die nächsten Minuten Zeit und ich möchte mit euch über ein essentielles Thema reden, das unglaublich wichtig ist und das der Grund ist, warum ich viele Fragen bekomme oder viele Anschriften. Ich bekomme keine Kunden, die Kunden kommen zu mir, wollen meinen Preis nicht zahlen, man beschwert sich darüber, der an der Ecke macht es für 50 Euro und das ist das Thema Positionierung. Es ist im Marketingbereich mittlerweile hochgegriffen. Es gibt Kurse dafür, es gibt da eigene Seminare nur zur Positionierung und man kann da ganz viel Theorie drüber machen. Man kann wahrscheinlich in dem Bereich mittlerweile auch studieren, so wie man alles studieren kann. Aber ich möchte es jetzt die nächsten Minuten mal runterbrechen auf das, was du tun kannst und was es eigentlich bedeutet. Und ganz runtergebrochen vielleicht auf einen Satz bedeutet die Positionierung das, wofür du stehst. Geschäftlich meine ich jetzt. Privat möchte ich jetzt mal ausklammern, das kann ich hier nicht beurteilen, kann ich auch nicht besprechen. Aber die Positionierung ist das, was man mit dir in Verbindung bringt. Wenn man deinen Namen XY Autopflege hört oder was weiß ich, Glanzdesign, wie auch immer du heißt, woran denken die Leute? Denken die, der macht Autoaufbereitung? Dann bist du nicht positioniert. Die Positionierung ist die messerscharfe Ausrichtung auf einen Bereich. Es gibt da verschiedenste Beispiele. Und wenn man sich viele erfolgreiche Firmen anguckt und schon mit denen hier vor Ort startet, geht schon los. Guck dir Firmen an, die wir hier hatten. Gerade sehe ich noch aus dem Augenblick. Dry Ice Energy, der Name ist schon Positionierung. Trockeneisreinigung. That's it. Jeder weiß, was da passiert. Wir hatten die Firma Flex Elektrowerkzeuge. Kriege ich da Handsägen und Schrauben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich kriege Elektrowerkzeuge. Lederzentrum. Also die Positionierung steckt bei denen schon im Namen, was jetzt nicht heißt, dass du für deine Firma einen Namen finden musst, der ganz klar ist. Direkt vor mir steht er gerade mit der Kamera. Hallo Börge, Glossboss. Name ist Programm. Was ist Glossboss? Das ist vollkommen klar. Da hat keiner mehr die Fragen. Die Positionierung muss erreichen, dass jemand, der über dich redet, genau weiß, wofür du stehst. Und wie gesagt, die Antwort kann nicht sein, einfach Fahrzeugaufbereitung. Die Antwort sollte sein, High-End-Detailing von Supersportwagen. Die Antwort sollte sein, Verkaufsaufbereitung zum Top-Preis für den Kunden, damit er möglichst viel beim Verkauf aufgehört. Die Antwort sollte sein, Tierhaarentfernung aus Fahrzeugen. Die Antwort sollte sein, Vollrestaurierung von Höhlen. Also was auch immer es ist. Und da gibt es noch ein Beispiel, von dem ich sprechen möchte, außerhalb der Fahrzeugpflege. Und das ist ein Amerikaner, Red Adair heißt er. Ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Eine Sekunde, das ist richtig hier. Genau, Red Adair. Red Adair war Feuerwehrmann. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, aus welchem Bundesstaat er kam, aber er war Feuerwehrmann und hat sich versucht, im Privatsektor als Feuerwehrmann selbstständig zu machen. Und da denkt man sich, wer braucht denn bitte einen Feuerwehrmann, wenn nicht die Feuerwehr, eine Betriebsfeuerwehr, eine Werksfeuerwehr. Und Red Adair hat Folgendes gemacht oder hat Folgendes festgestellt. Er hat gemerkt, dass es immer wieder große Ölbrände gibt. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, gab es vor Jahren irgendwelche Ölplattformen, die Leck schlagen, die anfangen zu brennen und es brennt Tage, Wochen, Monate lang. Es tritt ohne Ende Öl aus, die Umwelt wird verschmutzt. Es kann aber auch in einer Raffinerie passieren. Es gibt einen großen Schaden, einen großen Personenschaden. Und er hat gemerkt, dass es niemanden gibt, der so richtig genau Bescheid weiß, was mache ich eigentlich bei einem Ölbrand. Und Red Adair hat sich dann selbst alles beigebracht, was er wissen muss, um Ölbrände zu löschen. Und ist heute und dadurch derjenige, der weltweit eingeflogen wird, wenn es Ölbrände gibt. Der wird mit dem Hubschrauber, mit seinem Team überall hingeflogen. Der nimmt 6-7-stellige Beträge, weil er ist der Mann, den man ruft, wenn es Ölbrände gibt. Und da muss ich dich fragen, wer bist du? Wann ruft man dich an? Bei welchem Problem ruft man dich an? Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Du kannst deine Positionierung und dein Geschäft nicht auf einer lockeren Sache aufbauen, sondern du musst ein Problem finden, wozu du die Lösung bist. Dein Geschäft muss die Antwort auf ein Problem sein. Und je enger das ist, je spitzer das ist, desto leichter wirst du Marktführer. Und dass eine Marktführerschaft gut ist, weil du da nicht mehr beim Preis reden musst, weil es keinen anderen gibt in dem Bereich, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und wenn du da Marktführer bist, kann man immer noch breit werden und sagen, man spezialisiert sich. Aber die Spitze, der Anfang, der Start, wenn du durchstartest, muss ganz, ganz eng sein. Geh mit einer Leistung raus, die ist dein Key.
das ist deine Leistung, die du verkaufst. Dass du auch mal, wenn jemand kommt, noch meinetwegen eine Innenraumreinigung mitmachst oder auch mal eine Verkaufsaufbereitung oder auch mal ein bisschen was anderes ist okay, aber es muss eine Leistung sein, die dein Key ist. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, aber wenn ich das mache, dann verderbe ich mir doch die Leute. Ja, wenn ich sage, ich mache jetzt nur High-End-Detailing, dann kriege ich ja keine Verkaufsaufbereitung. Ja, wer zwei Hasen jagt, wird am Ende keinen fangen. Blöder Spruch, aber am Ende, darum geht es. Wenn du versuchst, alle Kunden zu bedienen, bedienst du keinen. Versetz dich mal in folgende Lage. Du hast lange gespart, hast hart gearbeitet und sagst, du kaufst dir jetzt dein Traumauto, was auch immer es ist. Und du hast dieses Traumauto gekauft und bist jetzt kein Fahrzeugpfleger und überlegst dir, hey, ich würde gerne, dass dieses Traumauto aufbereitet wird. Du hast keine Ahnung davon, du kannst ein Auto waschen, du hast dich mit der Handwäsche beschäftigt, aber von der Aufbereitung, von der Lackveredelung hast du keine Ahnung. Würdest du, wenn du auf ein Angebot aufmerksam wirst, eher zu dem gehen, der sagt, ich mache Autoaufbereitung? Oder würdest du zu dem gehen, der sagt, ich bin Spezialist für die Aufbereitung von, sagen wir jetzt mal, deinem Porsche 911, wenn es dein Traumauto ist? Ich mache nur Porsche 911 Lacke. Zu wem würdest du gehen? Natürlich zu dem, der Spezialist für deinen Lack ist. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber am Ende, wenn ich einen Sportwagen habe und eine High-End-Keramik will, dann gehe ich nicht zu einem, dessen Hauptgeschäft Verkaufsaufbereitung sind. Und genauso andersrum. Wenn ich eine Verkaufsaufbereitung will, eine Leasingrückgabe will, gehe ich nicht zu dem, der sein Instagram voller High-End-Kisten hat, weil dann denke ich, boah, der muss ja so teuer sein, der nimmt nur Porsche. Das passt einfach nicht zu meinem Geldbeutel am Ende. Wenn du dann das ist die Grundlage. Bevor das nicht steht, bevor deine Positionierung nicht steht und du nicht weißt, was du machst, brauchst du mit nichts anderem anfangen. Wie findest du diese Positionierung? Anhand dessen, was deine Kunden wollen oder anhand dessen, was in deinem Umkreis funktioniert? Nein, du entscheidest dich dafür, worauf du Lust hast in der Autopflege. Und wenn du Lust hast, den ganzen Tag Innenräume zu saugen, dann ist das dein Ding. Wenn du Lust hast, den ganzen Tag zu polieren bis in jede Ritze, dann ist das dein Ding. Es geht darum, was du die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre machen willst, wenn du es dir entscheiden kannst. Und das ist deine Positionierung. So rum bauen wir den Strick auf. Wir fangen mit dem an, was du machen willst und sourcen daraus deine Kunden. Wenn du erst deine Kunden versuchst zu sourcen und dich dann positionierst, dann hast du meistens ein Mismatch. Dann willst du gerne High-End-Keramik machen, machst aber eine Facebook-Werbung, die Verkaufs-Low-Budget-Aufbereitung anspricht. Die Leute kommen zu dir ins Geschäft, sagen, hey, ich hätte gern so und so und sagen, du bist viel zu teuer. Der um die Ecke macht 200. Ja, warum? Weil du die falschen Kundengruppe angesprochen hast. Jedes Problem aus, ich habe keine Kunden, ich finde keine Kunden, die Leute zahlen mir nicht, was ich will, ich muss den ganzen Tag Sachen machen, die ich keine Lust habe, sind zurückzuführen auf mangelnde Positionierung. Und wenn du dich dann positioniert hast, dann kannst du anfangen zu überlegen, hey, wo finde ich denn Leute, die das wollen? Dann baust du dir deinen, wir nennen es, ich habe es auch schon mal erklärt, Kundenavatar. Dann gehst du raus und sagst, ich nehme mir eine Person, stell sie mir bildlich vor, wirklich, wenn du schon im Bereich bist, nimm dir deinen Lieblingskunden und überleg dir, was ist das für ein Typ, was macht er in seiner Freizeit gerne, was macht er noch gerne, was ist dem wichtig, wo finde ich diesen Kunden? Ist es jemand, der auf Instagram unterwegs ist? Ist es jemand, der gerne Golf spielt? Ist es jemand, der Urlaub macht? Ist es jemand, der surft? Keine Ahnung. Ist es ein Geschäftsmann, der einfach eine unkomplizierte Abwicklung hat? Und dann kannst du dahin gehen, wo deine Kunden sind. Entweder online, indem du Werbung entsprechend verteilst oder offline, indem du wirklich einfach rausgehst in den Country Club, keine Ahnung, sehr plakativ, aber ich glaube, du weißt damit, worauf ich da hinaus will. Wenn du weißt, wer dein Kunde ist, kannst du dahin gehen und damit rausgehen. Das ist jetzt, ich sehe jetzt hier die ganzen Kameras vor mir. Ich habe keine Ahnung von Videoproduktion, aber wenn ich jemand eine Videoproduktion bin, die gerne Werbung macht, na, dann würde ich nicht anfangen, irgendwie zu versuchen, einen Kinofilm zu drehen. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach eine grundsätzliche Entscheidung, die vorher getroffen werden muss. Man kann immer noch Dinge hinzufügen und man muss nichts ausschließen, aber der Key-Fokus, der muss auf dem sein, wo du positioniert bist. Und eine Sache noch, relativ kurz, bevor ich zum Abschluss komme, hinterfrage dich immer wieder. Auch wenn du dich positioniert hast und Dinge machst, die funktionieren, stell dir immer wieder die Frage, ist es wirklich das, was es ist, und löse deine Emotionen von dem, dass du es gemacht hast. Man sagt dazu, kill your darling. Also auch wenn es jetzt dein Baby ist, deine Firma, du hast alles gemacht, aber wenn es anfängt, in eine Richtung zu laufen, die nicht ist, wirf alles, was du weißt, über Bord und fang von vorne an. Mir geht es so, sobald ich mich mit jemandem Neuen unterhalte, heute hatte ich viele Gespräche hier auf der Bühne, versuche ich alles zu vergessen und erstmal hin anzustellen, was ich glaube zu wissen, und lass mich offen auf das ein, was ich höre. Wenn du dazu Fragen hast und nicht genau weißt, wie du dich gut positionieren kannst,
Guck auch mal auf unserer Seite autolog.de/workshops. Da gibt es kostenloses Telefoncoaching, 45 Minuten. Da können wir genau darüber sprechen, wo man sich vielleicht bei dir konkret einordnen kann. Ich kann dir ein paar Ideen geben, wie du vielleicht in deinen Kundenbereich kommst. Aber mach dir als allererstes mal darüber Gedanken, was du gerne machen willst und versuch die Nische so spitz es geht zu definieren, damit du schnell Marktführer wirst, weil als Marktführer hast du eine mächtige Position, die du nutzen kannst. Und ich möchte als Abschluss zu diesem Thema noch meine Positionierung sagen und die hängt so ein bisschen mit meinem Warum zusammen. Und das wird viele jetzt überraschen. Ich mache nebenan, ist unsere Aufbereitungshalle. Das mache ich nicht, weil ich Autos putzen will, weil ich High-End-Detailing machen will, weil ich Fahrzeuge aufbereiten will, sondern ich mache das, damit ich lerne, was in der Aufbereitung zählt, damit ich dir das am Ende beibringen kann und dich weiterhelfen kann. Ich sehe mich als Trainer, ich sehe mich als Coach und mache das alles nur, um mich fortzubilden. Das ist mein Teil der Fortbildung. Und so weit geht meine Positionierung, dass ich mich in dem Bereich aufstelle.